Hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Shin Megami Tensei 5. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ich nehme hier gerade echt viel am Stück auf. Ja. Die Schule wurde überfallen beim letzten Mal. Wir müssen jetzt hier uns durchprügeln. Nach oben geht's offenbar nicht. Ja, der kämpft halt gegen die. Da vorne ist einer dieser Vogeldudes, oder? Ja. Den kann ich, glaube ich, überspringen. Nee. Ja, euch kann ich überspringen. So, die hatten nichts auf dem Kasten, die waren recht schnell tot. Wie gesagt, bei Kämpfen, die man schon kennt, die überspringe ich. Das habe ich schon mal gesagt. So, hier muss ich nach oben. Boah, hier wurden auf jeden Fall ein paar Schüler umgebracht. Gut, dass ich heute nicht in der Schule war. Was bist du denn? Reputation precedes you, young man. I am Hayataro, currently assigned to support Sire Yuzuru. Ah, okay. Good, you're here. This is Hayataro, a sacred beast of Bethel and my partner. He'll be assisting us with the mission. I must say, their barbarity truly knows no bounds. Okay. Truly are shameless. It seems they've attacked a number of students, even kidnapping some of them. The current plan is for Hayataro and I to search this area for students. I'll ask that you do the same elsewhere, so we can cover more ground. Dazai should be somewhere giving his demon summoning program its first real trial as well. Er versucht es wenigstens, ne? Muss ich jetzt die Schüler einsammeln? Müsste ich dann jetzt nochmal zurücklaufen? Ernst gemeinte Frage. Ich glaube, da vorne steht übrigens... Ja, so ein Tsuchigomo, den kann ich auch gleich überspringen. Sofern er nicht ein neues Fieber ist. Ich denke die ganze Zeit, ich könnte die angreifen, ne? Du bist ein Billo-Vieh, dich kann ich one-hitten. So, Leute, der Kampf war auch rum. Da war noch ein Oni mit bei, also... Der war aber durch Hammer One-Hit. Also jetzt nicht besonders spannend. Ja, das war mal eine Treppe nach unten, ne? Oh, ist da unsere alte Freundin? Nee. Hallo. Hä? Oh, mal was Neues. Eine Hässlichkeit. Ich helfe dir, klein Frosty. Boah, die sieht halt wirklich null hübsch aus, ne? Okay, ich gehe erst auf den Inkubus. Bei den Inkubus haben wir ja gerade eben schon einmal bekämpft. Blitz wäre gegen den stark gewesen. Mama Nangal. Ich hinterfrag's nicht. Ich benutze einfach direkt ein Fernrohr auf die. Okay, Hamas ging die stark. Sie kam ja schon zum Angriff, also kann ich sie one-hitten. Es hat so, glaube ich, eine 5% Chance zu one-hitten und es funktioniert einfach fast jedes Mal. Schade. Ach nee, der hat ja dagegen sogar eine Resistenz, ne? Leo! Tschüss! Ein Chakra-Tropfen! Nice. Und tschüss. Ich rette hier nicht nur Schüler.
Gern geschehen. Was gibst du mir denn? Achso, das Vieh heilt mich einfach noch. Der gibt mir gratis Heilung, du bist mein bester Freund. Hier geht's weiter nach oben, deswegen gucke ich erstmal da vorne weiter. Hier ging es auch nach oben. Hier ist bestimmt ein Kampf. Nein, doch nicht. Da ist wieder so ein Rakshaka. Ich bin nicht negativ. Du bist instant tot. So, wie gesagt, er war Insta-Rip. Das waren zwei Rakshakas und wieder so ein Vogelheini. Die waren halt Instant-Rip. Das Gute an den Kämpfen ist, ich fülle mein Magazuhi halt an denen auf. So, heil mal kurz mein Team. Danke, mein Kleiner. Mein neuer kleiner Kumpel. Hier muss eine Schülerin gerettet werden. Beruhige dich. Das war ein Inkubus. Der sich als Frau getarnt hat. So, der Inkubus ist tot. Leute, wenn da ein neues Vieh dabei wäre, dann würde ich es euch zeigen. Aber es ist halt null interessant, wenn ich den Kampf zeige. So 5 Sekunden, zack, buff, die sind tot. Das ist so nicht interessant. Deswegen schneide ich das immer raus. Bevor sich irgendeiner beschwert. So, kannst mein Team nochmal heilen. Weil ich denke mir, why what not? So, und dann jetzt hier nach oben. Ach, ich könnte hier auch nach unten. So, Frage. Ist es diesmal wirklich eine Schülerin? Ja, ich glaube, diesmal ist es wirklich eine Schülerin. Das ist wahrscheinlich sogar die, die sich immer über Sport beschwert hat, wenn ich es richtig sehe. Zeit, ihm aufs Maul zu geben. Ja, natürlich will ich die Tour vermasseln. So, Odi tot. Tschüss, Mädchen gerettet. Ab nach draußen mit dir. Ich frage mich, ob man dem am Anfang mitnehmen müsste. Ich kann ja nochmal hingehen und das überprüfen. Leute, ich habe gerade nachgesehen und nein, nur die so eine Sequenz haben. Ich habe auch gesehen, dass es hier die Treppe hochging. Du wolltest gucken, ob da was ist, aber nein. Dann können wir jetzt hier die Treppe hoch. Können wir nicht? Okay, wo lang? Mal kurz auf die Karte gucken. Da ging's hoch, da muss ich dann hoch, ne? Neben dem Frosty. Heil mich mal, wenn ich schon mal hier stehe. Gibt ja nur einen Weg nach oben. So, jetzt wieder umschauen. Hier wurden 100 pro einige Schüler umgebracht. So, hier könnte ich auch direkt nach oben. Da ist wieder dieser Penner, der mich damals einfach verprügeln wollte, nur weil ich ihm geholfen habe. Achso, ich soll dem Dämon helfen. Daneben. Gern geschehen. Und das war's. Ich habe einfach nur einem Dämon geholfen, indem ich einen Lebensstein abgedrückt habe.
Höher geht's übrigens offenbar nicht. Das war offenbar die letzte Etage. Das heißt, hier ging es komplett nach oben. Erkunden wir erstmal diese Etage. Da sei. Oh, it's you. You really gave me a heart attack there. Was machst du denn? So, I think I kinda underestimated this whole fighting thing. Okay. Honor student Atsuta? Now he is impressive. Went right up to those demons. Ja, du hast wahrscheinlich Angst bekommen. It's because I couldn't get it together. And all the students. What the hell was I thinking? Like some dropout like me could. Du bist ein Naturtalent, das haben sie alle gesagt. Yeah, you say that, but du kannst das schaffen. I can't do it. It may be unfortunate, but there's no forcing someone to fight. Further. Hm. Wie meinst du das? The summoning program takes a toll on the human soul. The more one interacts with demons, the closer one grows to being. Ah, okay. When humans' nature becomes closer to that of demons, they find themselves more concerned with the affairs of the ethereal. Okay. Das sind interessante Hintergründe. Even if he does not know the truth, his instinctual reaction is entirely natural. That is why we must leave him be for now. If he feels unfit for his duty. Also irgendwann sagen die ja wahrscheinlich auch, du machst jetzt nicht mehr mit, weil sonst wirst du selber zum Dämon. Irgendwas in der Art kann ich mir vorstellen. Das Vieh schon wieder. Die waren recht einfach. Waren nur zwei von den Großen da. Und die eine von dem Troller da. Ich gehe mal jetzt nicht da weiter, sondern gehe jetzt hier wieder zurück und gehe mal hier nach oben. Ich glaube, da... Ja, da rechts ist nämlich eine Sperre. Und hier ist ein Inkubus. Ach, nimm. Ich brauche die eh nicht. Die sind scheiße. Ich habe meinen Lebensstein gerade wiederbekommen. Die Lebenssterne sind eh nicht so eine tolle Heilung, deswegen konnte den ruhig haben. Im Ernst, die Lebenssterne sind Müll. In einer der Ecken. Du willst wahrscheinlich jetzt auch einen Kampf. Easy going. Ich habe übrigens mal für einen Kampf jetzt statt dem Erzengel Lernern Sitz reingeholt, weil ich Blitz gerade mehr brauche. Oh, da sind noch andere Dämonen in der Nähe. Oh, direkt noch ein Kampf. So, der Kampf ging auch recht schnell. Noch ein Kampf? Okay. War es das dann jetzt oder kommt noch einer? Hier haben einfach drei Kämpfe auf mich gewartet. Das nenne ich mal einen Hinterhalt. Okay, ansonsten scheint es hier in der Ecke nichts zu sein. Ich würde tatsächlich sogar noch mal eben kurz bei Frosty vorbeischauen, einfach um mich zu heilen. Der ist ja direkt hier. Weil ich habe sehr viel MP benutzt bisher. Dann habe ich wenigstens wieder voll. So, weiter geht's. Den Dämonen auf der Spur. Sie will sich rächen. Sag ich doch. Das passiert mit euch, wenn ihr jemanden quält. Irgendwann schlägt der zurück.
Und dann wundert ihr euch, warum der euch in die Fresse schlägt. Ich denke mir in so einem Moment immer, verdient. Seid ihr selber schuld? You're really trying that with me. After it never worked when I said it to you. When you were punching me, kicking me, destroying my stuff. Now you understand? Please don't hurt me. Ich denk mir wirklich teilweise verdient. Aua. I'm so sorry. I wish I could have done something before it got. Ich sage, man muss für die einen stehen und sich dazwischen stellen, die gemobbt werden. You're not the one who needs to feel sorry, Tao. You did enough. Simply by reaching out to me. I was the one who pushed you away. You don't deserve to be dragged into all this. It's all mine to bear. All this hatred. I know you don't want this, Sahori. Don't hurt anyone else. Don't hurt them. I'm only returning the favor. The only thing I did wrong was put up with their abuse for as long as I did. Wie gesagt, bei mir ist teilweise, sie haben es verdient. Also zumindest ein Arschtritt verdienen solche Leute. Bei nichts entschuldigt das, dass du andere quälst. So kann jemanden einfach vorwerfen. Serves you right. Poor Sahori. Another pitiable lamb laid on God's altar. Another arbitrary sacrifice. You need hold back no longer. I will scrub everything that has pained you from the face of this earth. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass er kontrolliert. Sie. Wie gesagt, ich denke mir aber halt auch wirklich teilweise verdient. Also jetzt nicht so sehr, dass sie sterben sollen, aber zumindest einen Arschtritt hatten sie verdient. Ich habe übrigens vergessen, Lenan auszutauschen. Nicht, wenn ich dich noch vernichte. Ich muss wenigstens nicht sofort den Bosskampf machen. Okay. Das ist jetzt wahrscheinlich mein nächster Job in der Dämonenwelt, sie zu retten. They've entered the Netherworld. We may still catch them if we're fast. Please, take me with you. I want to save Sahori too. If I can just talk to her again, I'm sure I can get through to her. Tja, aber liebe Mobber, lasst euch das eine Lehre sein. Nicht jemanden mobben, vor allen Dingen nicht dann auch noch hier sagen, bitte tut mir nicht weh, sobald sie sich wehrt, die Person. Dann wird die euch erst recht die Visage polieren.
Okay. Wir sind hier. Oh, wow. Is this the Netherworld? Jo. It looks like some kind of disaster hit this place. Sahori's out here somewhere. I'll do my best to stay out of your way, but please, be careful while we look for her. Ich werde es versuchen. Hey there, stranger. Hallo. Oh, so your friends got nabbed by the demons. Jo. I was actually just about to check this place out. You want me to come with you, huh? Na klar, warum nicht? Krieg ich wenigstens wieder gratis Zeug. A word. Ja. Stay alert. Okay. Wahrscheinlich eine komplett neue Welt, ne? Ja. Jetzt so ähnlich wie mit Dasei wahrscheinlich. Einfach eine komplett neue Welt, wo ich jetzt nur hinterher jage. Dann schalten wir den Fortschritt mal auf. Hat er jetzt ein neues Sachen im Angebot? Weil da steht New. Ja, der scheint Neues im Angebot zu haben. Zum Beispiel einen Rauchball. Die Erzengel-Essenz, die Todak-Essenz und die Legion-Essenz. Okay. Der Erzengel wäre wahrscheinlich praktisch. Ich kaufe die Essenzen einfach mal und guck mal, was die bringen. Werde sie aber wahrscheinlich jetzt nicht direkt einsetzen. Ich will nur gucken, was die bringen. So, Essenzfusion bei mir. Erstmal Legion. Bei ihnen kriege ich Berserkergott und Mudo. Und er hat halt Schattenresistenz. So, und wo ist der Erzengel? Da ist die Erzengel-Essenz. Der hätte Hitzewelle und Tarunda für mich. Und halt echt guten Abwehr gegen Licht. Das wäre es aber auch schon. Wunder kann ich mir zwar was leisten, aber momentan ist da, glaube ich, nichts, was ich haben will, ne? Wenn wir, glaube ich, Kunst der Essenzen beispielsweise haben. Oder hier eine neue von diesen Fähigkeiten, göttliche oder dämonische. Ich könnte mir auch hier eine Meisterfähigkeit nach Lamm kaufen, aber wenn, würde ich gern physischer Meister haben, wegen dem Aramasa. Aramasa ist meine mächtigste Technik. Ja, Leute. Wir sind recht viel gekommen in dieser Aufnahmesession. Ich beende jetzt hier nicht nur den Part, sondern auch mal meine Aufnahmesession. Ich habe jetzt hier, glaube ich, 2 Stunden am Stück aufgenommen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Abo und ein Like da lassen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!